Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ja, mein Name ist Concha. Ihr kennt mich, ihr liebt mich, hoffentlich. Wir waren im letzten Part in der letzten Degasi-Basis, die ich kenne auf diesem Planeten, nämlich... Hau ab. Hau einfach ab. Danke. Da unten, in diesem wunderschönen Geflecht da unten, wo ich mich erstmal tierisch verlaufen habe. Aber egal, wir haben es gefunden. Und jetzt begebe ich mich, sind wir immer noch auf dem Heimweg. Weil ich nämlich noch ein paar Sachen, die ihr oben rechts seht, zu bauen habe. Du verziehst dich lieber auch gleich mal ganz schnell. Sonst kriegst du Double Check-up mit dem Gesicht. Nicht mit meiner Faust in deinem Gesicht. So. Wir haben diese wunderbare, verdammte Dings der Station immer noch nicht gefunden. Diese Fahrzeugerweiterungsstation. Aber dafür was anderes Schönes. Nämlich die Lebensform Zuchtbehälter. Das heißt, wir können jetzt auch ein paar schöne Sachen machen. Wir können jetzt uns nämlich die... Wisst ihr, was wir jetzt in der Folge machen müssen, sobald wir zu Hause sind? Wracks tauchen gehen. Jetzt haben wir die erhöhte Sauerstoffflasche. Wir haben einen Laserschneider. Weil ich will endlich weiterkommen in dem Spiel. Das können wir nur, wenn wir mit dem Krebs, auch wenn ich das ganze Equipment bauen können, wie zum Beispiel die letzten Dings der Stufen. Warum laufe ich jetzt im Blood Forest, wenn ich jetzt eigentlich nach Hause will? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, weil ich dumm bin. Was ich auf jeden Fall machen will, ist noch in den Pilzwald mit euch. Weil ich ja irgendwie hoffe, dass da hinten mir ein Wrack angezeigt wird. So viel für 70%. Ja gut, das muss jetzt dann vorerst reichen. Und ich merke schon, dass wir ein zweites Tauchdock brauchen. Ein für meinen Krebs und ein für meine Seemotte. So, wir brauchen jetzt, was brauchen wir? Zweimal Magnetit. Zweimal ah ja, genau, das können wir noch drin lassen. Genau. Brauchen wir zweimal. Aerogel, das heißt, wir brauchen jetzt na, einmal, okay. Wir brauchen jetzt nämlich unsere wunderbaren, ich muss das irgendwann mal beleuchten, das geht mal falsch. So. Ach, Scheibenhonig. Ja, das ist schön, dass wir jetzt schon das Ding haben. Aber dazu brauchen wir noch was. Die Verbindung. Wir brauchen jetzt nämlich diese Gelsäcke. Einen, ja. Verzieh dich von meiner Base, oder ich geh auf Maul. Geht doch. 2, 3. So. 1, 2, 3. So. Perfekt. So. Den Lebensfunk-Zochbehälter brauchen wir zweimal Titan und zweimal Glas. Okay. Oh, wir haben eine Nachricht. Nee, brauchen wir nicht, weil wir das haben wir schon erledigt. Die Stasi-Gewehr, das müsst ihr ja demnächst bauen, ich weiß ja. Jetzt ist mir aber erstmal wichtig, dass wir jetzt erstmal zu dem Equipment-Schrank gehen. Uns ganz, ganz dolle und ganz, ganz gerne diese zwei Sachen da rausnehmen dann. Warum ist Silber hier drin? Silber gehört in den anderen Schrank.
Egal, genau wie Gold. Das gehört auch in den anderen Schrank. Da können wir jetzt erstmal die Sachen reintun, die wir nicht so dringend brauchen. So, genau. Titan können wir da auch reintun, weil ich glaube, da brauchen wir jetzt gerade nicht allzu viel, oder? Brauchen wir da was? Ja, 5 Stück, okay. Doch. 1, 2, 3, 4, 5. So, passt. Achso, das brauchen wir. Okay, wir brauchen insgesamt 7. 6, 7. So. Gut, dann. Was wollte ich denn jetzt machen? Achso, ja, der Energiezellen-Ladestation bauen. Und danach dann den. Ja, okay, wir müssen nämlich nachher nochmal schnell zu dem Pilzwald. Weil ich glaube, da ist was, was wir brauchen könnten. Kann ich die Energiezellenladestation da hinten aufbauen? Das wäre auch mal richtig edel. Eigentlich, weil das ist ja. Ja, sehr gut. So. Sehr gut. So, Energiezellen, Ladestation. Jetzt können wir nämlich Energiezellen, wenn wir irgendwo welche haben. Ich weiß nicht, ob wir welche haben. Da rein tun, damit die aufgeladen werden. Ich wage mich zu erinnern, dass wir eigentlich welche hätten haben sollen. Keine Ahnung. So, wahrscheinlich bei dem Schrank, wo Stuff dran steht, ist Silber, Silber. Können wir eigentlich auch da rein tun, weil das hat hier in dem Inventar nichts zu suchen. Stuff, hier. Da sollten wir jetzt eigentlich. Lithium. Lithium ist super. Da wäre auch noch ein Rubin drin gewesen. Ist egal. Warum ist hier so viel Titan? Glas. Ja, für Dias haben wir noch keinen Schrank, oder? Habe ich für Dias schon einen Schrank? Nö. Nö. Okay. Magnetit aber. Habe ich Magnetit dabei? Ja. Tschüss. So. Ach so, das brauchen wir ja. Ha, ha. So, gut. Irgendwie bin ich verwirrt. Ah, ich weiß, ich glaube, ich weiß, wo ich noch Stuff drin habe. Wir haben doch in unserem Seemotte. Wo sind die jetzt? Da. Da haben wir jetzt auch ein Fach drin. Ich glaube sogar, dass ich da noch Stuff drin habe. Oder? Nö, habe ich nicht. Warum habe ich. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Egal. Wir gehen in den Pilzwald. Was brauchen wir jetzt definitiv? Wir brauchen. Oder gehen wir in den Blood Forest? Achso, ich wollte ja nach Wachs scannen. Genau. Nach Wachs wollte ich ja scannen, weil brauchen wir. Ich werde das irgendwann wieder abbauen und neu bauen. Mir kotzt das so an, das ist ein Wahnsinn. Wir brauchen Wachs, wenn wir jetzt nach Wachs scannen können. Das ist die nächste Frage. Und ob es so weit überhaupt geht, wie ich es mir denke. Weil wir müssen jetzt bis in den Pilzwald zurück. Wir könnten uns jetzt allerdings auch ein Bett bauen. Was wahrscheinlich auch nicht allzu blöde wäre, sich nachts einfach hinzulegen, den ganzen Schmeuli auszuschlafen. Okay, wir brauchen noch mal kurz ein bisschen Platz. Das heißt, Rubiner, Magnetit, na, Magnetit brauchen wir ja. Das bleibt da. Was brauchen wir jetzt gerade nicht? Das brauchen wir nicht. Und Gold. Okay, ist eh voll. Ja, egal. Brauchen jetzt nämlich zweimal Minimum Dings. Zwei. Sag mir jetzt nicht, ja, es wird Tag. Na egal, wir bauen das Bett trotzdem. Dann haben wir es vielleicht, dann haben wir es für nachher. So.
Wir gehen jetzt nämlich Wrack tauchen und in der Hoffnung, dass wir vielleicht die Station finden, die ich so verzweifelt suche. Tischkoralle, Equipment, was wollte ich jetzt machen? Ja, ein Bett. Das heißt Fasergewebe, genau. Ich bin so lost heute, ja. Ich gehöre eigentlich ins Bett, aber nicht. Egal, so. Das Bett bauen wir in unserem großen Aufenthaltsraum. Es ist halt jedes Mal so echt anstrengend. Das dauernde Hin- und Hergerenne, das nervt mich so dermaßen. Na, ist recht, ein Einzelbett. Ich bin nur eine Person, danke. So, jetzt bauen wir uns noch schnell ein paar Schränke. Ich brauche ein bisschen Platz im Inventar. Wo wir jetzt verschiedenen Stuff einfach reinschmeißen. Ich brauche ein relativ leeres Inventar, wenn ich jetzt nämlich auf Reisen gehe. So. Dann nochmal schnell speichern. Passt. Und dann abhauen. Hui! So. Wo ist denn jetzt meine Seemotte? Ich habe nur meine Seemotte gesehen. Da. So, jetzt müssen wir gucken. Ja, wir sind richtig. Genau, die Gegend müssen wir eh. Ich will jetzt nicht zu der Rettungskapsel, weil die ist mir eigentlich relativ egal. Ich will jetzt eigentlich nur, obwohl, warte mal kurz. Haben wir den Laserschneider dabei? Jawohl, wow, der hat nicht mehr so viel Energie, ist egal. Wir hätten vielleicht nur 2-3 Ersatzbatterien mitnehmen sollen. Wollen wir hoffen, dass es gut geht. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Wir sollten uns jetzt eigentlich ganz nah in der Nähe von der Aurora befinden, meine ich. Yes. Nämlich ganz nah, aber zumindest. Meiner Meinung nach nah genug. Meter, genau. Hier ist der Pilzwald, da wo ich so oder so hin wollte. Weil hier gibt es sicher noch Sachen für den Krebs. Nicht für den Krebs, für den Zyklopen. Brauchen wir auf jeden Fall. So. Da zum Beispiel. Das Zyklopen-Rumpf-Fragment. So, das Bett haben wir gebaut. Das haben wir auch gebaut. Das haben wir noch vor sich. Vor uns, meine ich. Sehr geil. Jetzt fehlt bloß noch das hier, perfekt. Ah. Lithium. Aber auf jeden Fall mitnehmen, hallo? Das ist mir nicht hier. Wenn ich schon die Möglichkeit habe, Lithium mitzunehmen, dann nehme ich es verdammt nochmal auch mit. So. Entschuldigung. War keine Absicht. Ich suche nur gerne ein paar Sachen. Hier ist noch ein Rumpffragment. Da. Dann haben wir vielleicht heute auch schon den Zyklopen fertig. Und ich habe jetzt nicht drauf gedrückt, deswegen weiß ich gerade nicht, wie. Na toll. Egal. Dann hat es halt ein bisschen Überlänge heute. So, wir begeben uns jetzt dann doch zu dem Absturzstelle. Weil ich glaube, in der Nähe der Absturzstelle ist auch ein Wrack. Sobald ich mich nicht irre.
irgendwo auch nochmal Stuff. Vielleicht finden wir da das, was ich suche. Nämlich die Fahrzeugerweiterungskonsole. Das wäre sowas von genial, wenn wir die da finden würden. Aber ich lasse mich wieder viel zu schnell ablenken. Da müssen wir hin, genau. Was fehlt uns jetzt im Endeffekt? Brückenbauplan, okay. Das heißt, wir müssen nach diesem komischen Lenkrad-Dings da Ausguck halten. Ausguck, Ausschau. Da ist ein Wrack dahin, aber sofort. So. Ihr verzieht euch gleich, sonst kriegt ihr ein nettes Tattoo mit meinem Messer ab. Und mein Messer ist aufgeladen. Mit Haufen geilen Stuff. So. Gut. Lithium, haufenweise Lithium, Alter. Geil. Ich kann nichts abbauen, das nervt mich. Da ist nichts, was wir brauchen könnten. Nö. Ich suche jetzt hier wohl schnell einen Eingang. Ohne dass unsere Seemotte geschrottet wird. Da ist ein Eingang. Perfekt, dann parken wir uns doch direkt hier mal ein. So. Taschenlampe. Die Taschenlampe am Start. So. Ja, sorry, mein Schatz, sorry. So, okay. Taschenlampe, ja. Mit der 135 Sekunden war ich hier auch schon drin und glaub mir, es war kein Spaß. Weil da musstest du alle, keine 135 Sekunden halt raus. Weil du immer Angst hattest, dass du erstickst. Was zum... Okay. Gibt's hier was? Nö. Ist einfach nur... Da ich mich letztes Mal schon gefragt, ob man da überhaupt durchkommt. Aber, ja. Egal, ich glaube, die Tür ist einfach nur zum Irre machen. Da. Ich glaube, die hat keine wirkliche Bewandtnis. Was ist das? Stahlgewehr? Nee, habe ich schon. Danke. Kommt nicht rein, also geht es eh nur da rein. Und dann da runter. Das Gute ist, mit unserer was ist das? Ach, warum? Ah, genau, die Teile habe ich gesucht. Die brauchen wir nachher. Perfekt. So. So, perfekt. Datenbox. Yes, der verstärkte Tauchanzug. Den brauchen wir nachher auf jeden Fall auch. Sehr schön, sehr schön. Nur das Doofe ist halt jetzt, ich habe immer noch nicht dieses verdammte Ding gefunden, worauf ich eigentlich auf der Suche bin. Das ist nämlich die erweiterte Fahrzeugstation. Boah, das nervt mich jetzt, dass ich die nicht finde. So, apropos nicht finden, wir sollten hier ziemlich schnell wieder einen Ausgang finden, weil sonst heißt für uns auf Wiedersehen. Hier bin ich nie reingekommen, by the way. Können die keine Panik kriegen? Ganz, ganz cool bleiben. Weil die Sauerstoffanzeige halt auch gerade nicht unbedingt unser Freund ist. Halt die Klappe. So. Ich hoffe, dass das jetzt richtig ist. Ja. Alter, hast du Piep oder was? Na komm mal her. Komm mal her, ich hab da was Schönes für dich. So viel Energie habe ich noch. Hau ab. Geht da meine Seemotte an? Ich glaube, ich spinne. So, ich glaube, hier haben wir auch alles raus. Das heißt, das können wir dann auch schon mal unter erledigt verbuchen. Wo könnte jetzt diese verdammte... Warte mal. Da wollte ich hin, genau. Da ist sie leider auch nicht drin gewesen, aber dafür andere schöne Sachen. Boah, das nervt mich jetzt. Das nervt mich gerade richtig. Wo könnte dieses verdammte Ding sein?
Fahrzeugerweiterungsstation. Das ist ein PDA. Hier ist noch ein Wrack, war ich da schon drin? Wait a minute. Kurz speichern. Wait a minute. Wasserfiltermaschine, Verkaufsautomat. Verzieh dich. Blöde Stromdingster. Ich suche was ganz, ganz Bestimmtes, nennt sich. Wenn du jetzt meine Seemotte angehst, ich schwör's bei Gott, ich mach'n. Wow. Aua, aua. Ah, gib mir nochmal richtig schön Slap mit. Haben wir Medipack dabei? Ja, aber nur eins, das ist nicht gerade prickelnd. Apropos prickelnd, ich brauche meinen Laserschneider. So. Das Gute ist, dass wir jetzt. Ich schwimme jetzt einfach mal ein bisschen mit dem rum, weil der lädt sich nämlich wieder auf. Genau wie die Taschenlampe. Wir haben die ganze Zeit die Taschenlampe benutzt. Habt ihr gesehen, dass das jemals Strom verloren hat? Nein. Warum? Weil wir die aufladbaren Dings haben. Die. Da ist eine Tasche. Da ist nichts drin. Heißt, ich habe mich jetzt hier rumgequält für nichts. Für ein Stasi-Gewehr, was ich eh schon habe. Gott verdammt, der Mist, ey. Ich könnte gerade im Strahl ulfen. Okay. Ihr müsst wissen, dass die letzte Staffel noch gar nicht so weit her ist und ich es mir trotzdem nicht merken kann, wo die Teile sind. Okay. Achso, ja, wir können da nicht weiter runter, stimmt ja. Mit dem Krebs war das kein Problem gewesen. Ich werde mal wieder schauen, dass wir nach Hause kommen. Boah, wie mich das gerade nervt, ne? Ich versuche ein bisschen Fortschritt zu bringen, damit wir hier weiterkommen. Und dann geht das nicht, weil das Spiel sagt so. Nö. Witzig. Da ganz vorne, by the way, ist der Kopf der Aurora. Und wer haust am Kopf der Aurora? Ihr hört es bereits. Der Reaper. Deswegen werde ich den Teufel tun, da vorne hochgehen. Nö, nö. Sterben ist angenehmer.
So, was wir aber noch machen können, ist, dass ich meine Seemotte hier irgendwo parke und jetzt erstmal mit Absicht Licht laufen lasse. Wo ist jetzt mein da? Und wir jetzt nach den Brückenfragmenten gucken. Wir will den Zyklopen fertig kriegen. Ich da schon mal eine Sache weniger habe. Wenn ich das Glück habe, dann muss ich hier auch nicht mehr herkommen. Natürlich hätten wir jetzt hier super Base bauen können und alles mögliche, weil hier gibt es auch Ressourcen, die wir halt so nicht haben, aber ja. Ich bin mir in dem Biom ja auch nie wirklich sicher, ist jetzt Tag, ist es jetzt Nacht. Ich habe da leider gar keine Ahnung. Wenn ihr irgendwas seht, was ihr denkt, dass hier nicht hergehört, dann habt ihr recht. Lithium. Ach, by the way, wenn wir schon dabei sind, dann kann ich zumindest schon mal das hier mitnehmen, weil das werden wir später noch brauchen. Genau wie diese Dinger hier. Da kann ich auch gleich ein bisschen was mitnehmen. Nice, ich konnte gerade an ihm vorbeischwimmen, ohne dass er mir auch nur einmal einen Schlag mitgeben konnte. Not bad, not bad. Danke für den Game Changer. So, wir gehen aber nachher nochmal in den Blood Forest, das heißt dann in der nächsten Folge. Sobald ich jetzt meine Seemotte wieder finde. Die habe ich extra mit Licht gepackt und ich finde sie trotzdem nicht. Wollt ihr mich verarschen? Das werden wir, ach, da hinten, okay. Alter, ich wollte gerade sagen, es gibt's doch nicht. Ich habe es ja extra mit Licht angepackt und finde sie trotzdem nicht. Na, ist klar, wenn man sich knapp 500 Meter davon wegbewegt, dass man sie so schnell nicht findet. So. Ich glaube, hier muss sie nochmal am Tag herkommen, weil ich glaube, es ist gerade Nacht geworden. Jesus Christ. Ich kann auch nochmal kurz Luft holen. Weiter oben. So, da begeben wir uns abermals nach Hause. Weil ich werde an diesem Part dann auch für heute die Aufnahmesession beenden. Ich bin schon wieder viel zu lange online. Und B, werde ich langsam echt müde und das ist nicht gut. Müde aufnehmen ist immer, kommt Fehler rein, man redet viel zu wenig, man verhaspelt sich und stirbt einfach an Stellen, wo es nicht nötig sein hätte müssen. Siehst du, so wie der Satz her, ergibt keinen Sinn. Egal, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Man stirbt an Stellen, wo es keinen Sinn gehabt hätte, zu sterben, weil, ja. Ich werde jetzt nochmal googeln. Ich werde mir wahrscheinlich auch nochmal das Video von dem wunderbaren, übrigens müssen wir uns den Kompass noch bauen, von dem, unserem wunderbaren Bumblebee angucken. Und weil er hat nämlich einen Guide gemacht zwecks den ganzen Sachen. Und da werde ich einfach mal reinlunzen und dann mal schauen, was er sagt. Zumindest können wir jetzt dann, das mache ich jetzt aber ohne euch, nicht böse sein, aber ich werde das Wärmekraftwerk ohne euch aufbauen und werde es mit unserer Base verbinden. Das mache ich noch schnell und dann gehe ich auch ins Bettchen. Ne? Ihr Lieben, ich sage erstmal, was haben wir denn hier drin? Gar nichts. Ach, wie schön. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Ja. Wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.